Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy Crystal Chronicles. Yay! Moin. Wir haben uns in der Lunari-Wüste das ultimative Element erspielt und können jetzt hier durch den letzten Fragezeichen, was zur Hölle Miasma-Strom gehen. Ja. Also machen wir uns auf den Weg. Mal gucken, ob Stilskin hier ist. Ne, der war ja in dem letzten. Ich glaube, der ist... Hi. Das ist neu. Das war das letzte Mal nicht da. Das hat mich jetzt irgendwie überrascht. Kevin? Ja, sorry. Mein GBR lädt noch, loot noch eine Weile. Das ist ein großer Hase. Ja, und vor allem sehr hässlich an. Sollen wir jetzt hier bei Gegenwind kämpfen? Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch gespannt. Boom! Da sind wir auch durchgekommen. In der Tat. Man sieht kaum was. Geh einfach mal nach links. Die Zerrung ist grauenhaft. Das ist ein Schild. Liest bei jemand? Kann man was lesen? Kann man scheinbar nicht lesen. Toll. Zierde Schild. Anscheinend ist der Hase weg. Kann man die Schwerter lesen? Ne, die Schwerter sind ja immer da, um den Ausgang zu markieren. Gut, dann zur Weltkarte. Das war ein sehr hässliches Viech. Ja. Ich bin gespannt, ob das der Boss ist oder so. Wir wissen das nicht. Nee, ich war hier noch nie. Okay. Da haben wir jetzt also noch... Schlucht der Qual. Zwei Anlaufpunkte in der Schlucht der Qual. In der ich finde, das hört sich sehr einladend an. Ja. Hier würde ich Ferien machen. Allerdings. Hier haben wir Magmel, die heilige Stadt, die angeblich nicht existieren soll, wie uns der Dorfältest es schon mal gesagt hat. Tja, dann gehen wir mal in die heilige Stadt. Schon, ob da jemand lebt. Schöne Musik hier. Vielleicht finden wir da ja einen grünen Hasen. Pling, pling, pling. Bin gespannt, ob hier Leute anzusprechen sind. Wäre ja doch schon irgendwie merkwürdig, wenn es hier irgendwen geben würde. Ist doch hübsch hier. Ja, so ruhig. Und idyllisch. Mokris gibt's hier bestimmt. Ja. Halten wir mal Ausschau danach. Wo haben wir eigentlich unseren Kristallkelch, während wir in Städten rumlaufen? In der Karawane. Richtig. Hinten im Wagen. Und die zieht weiter um uns. Kommen wir nochmal ein Stück zurück. Ich will mal gucken, ob hier hinten irgendwas zu finden ist. Nee, sieht nicht da. Das ist eine schöne Einstellung. Ja. Was ist das? Ein gigantisches Ei? Ich hätte jetzt gesagt Zwiebel, aber... Sieht aus wie ein Nest. Das ist eine gigantische Zwiebel, Mark. Ja. Sieht aus wie ein Nest, in dem ein riesiges Ei steht. Irgendwie ja. Hier vorne kann man weiter. Kameraschwenk. Sieht ihr was? Noch ein Nest. Ding, Ei, whatever. Ja, die Dinger sind so riesig, dass wir... Ah, da kann man prüfen. Reingehen. Aha, wir haben das Mokri-Nest gefunden. Unser Spürhund. Ich bin gut im Mokri, es wird irgendwie riechen. Seine Frau schläft oben. Ja, dann wollen wir die doch mal stören. Tötet seine Frau. Nein, hol euch einen Stempel. Dann gibt es einen weiteren Stempel. Weh, das ist nicht in der Einzelgruppe. Nee, ist eine Dreiergruppe. Moment, Kupo. Okay, das heißt, um diese Dreiergruppe voll zu bekommen, muss man bis in den letzten Ort kommen. Interessant. Ja, anscheinend. Ja, ne? Ich frage mich, ob es im letzten Level, das wir da noch betreten können, auch noch Mogris gibt. Wäre merkwürdig. Na gut, auf jeden Fall haben wir die Mogris hier gefunden und dann gucken wir uns den Rest der Stadt an, würde ich sagen. Vielleicht gibt es ja dort tatsächlich noch irgendwen zu finden. Ja, oder aber wenn es Mogris hier auf der Seite gibt, wieso weiß dann niemand hier von dieser Stadt? Vielleicht kommen die Mogris hier nicht halt raus. Oder? Das sind also Stubenhocker. Wozu gibt es denn die Mogpost? Ja, vielleicht liefert die nicht nach Magmel. Ja, vielleicht weiß die Mogri-Post nicht, dass es hier Mogris wohnen. Kann wow, Kameraschwenk! Ja. Das war ein Kameraschwenk! Das ist echt nervig hier, was? Der steht da vorne. Da steht. Ach, da steht ein Mogri tatsächlich. Ist das Stilskin? Was? Das ist Stilskin! Oh Gott! Stilskin! Was machst du hier? Was ist denn hier los? Alle nur am Ratzen! Da muss ich wohl warten, bis sie wach sind. Der ist in Magmel, der heiligen letzten Stadt. Und beschwert sich darüber, dass die Leute alle am Schlafen sind. Viel interessanter finde ich, wenn der hier ein- und ausgehen kann. Wieso weiß niemand von dieser Stadt? Vielleicht erzählt er das einfach nicht. Oder dem hört keiner zu. Ja, wenn alle Leute das Tutorial überspringen. Tutorial? Nee. Oh, was haben wir da? Ach, guck mal, das ist das grüne Vieh von gerade eben. Sprechen wir mit ihm. Nicht jetzt. Also, den einen schnarcht er an und dem anderen sagt er nicht jetzt. Das ist Karfunkel. Der ist aber hässlich in diesem Spiel, arme Karfunkel. Ja. Ich schlafe. Moment. Nicht jetzt. Nein, du schläfst nicht. Sag du schläfst nicht.
Na gut. Penn halt. So was Unsoziales. Einfach zu pennen, während Leute zu Besuch kommen. Ja. Waren wir hier rechts schon? Ja. Nee. Waren wir doch. Nee, wir, da links waren wir auch, aber hier rechts ist noch ein Nest, wo wir noch nicht drin waren. Okay. Und sorry. Ja, du hast dich auch zu entschuldigen. Okay, dann scheinen das Häuser von Riesenbunnies zu sein. Wahrscheinlich. Ja, ne? Das war's, glaube ich. Ja, schon. Das war alles. Oder war da vorne links noch eins, das wir nicht hatten? Nee, da waren wir. In allen. Sicher? Waren wir? Ja. Okay. Ja, ne, das war dann Magmel, die heilige Stadt, die angeblich nicht existieren soll. Die heilige Stadt, Einwohnerzahl 3. Die heilige Stadt der Osterhasen. Hasen. Ja. Anscheinend. Ja. Der Karfunkels. Ja. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Schildskin hier nicht wohnt und hat das eine Einwohnerzahl von 3. In das die beiden Morris und Karfunkel. Ja, wieso? Wenn da alle am Pennen sind, kann ja sein, dass da in den Eiern Nein. Action ist. Ja. Ne? Ja. Voll die Action. Das war Magmel. Oh, kein Zwischen-Event. Vor allem, ob wir Zwischen-Events kommen können. Vielleicht. Triffst hier die, vielleicht triffst du hier die Karawane aus Fumm. Und hier haben wir die Wellengeberg. Den Wellengeberg. Wahrscheinlich soll das in Richtung Velanche oder so gehen. Velancheberg? Berg. Berg auf jeden Fall. Bergberg. Es ist ein Berg. Wir kommen aus Dorf und gehen auf den Bergberg. Aber bevor wir auf den Bergberg gehen, würde ich sagen, speichern wir mal eben das Spiel. Rup, speichern. Das ist sehr wichtig, das zu tun. Ja. Bevor wir in das letzte Level gehen. Dorf überschreiben. Dann werden nach der Memory Card gespeichert. Speichervorgang beendet. Ja. Schön. Jupp. So, und dann können wir wieder aufbrechen. Wellengeberg. Ich bin gespannt. Ich auch. Hey, es gibt mal wieder Stimmen, die wir uns anhören müssen. Schon lange her. Wo ist jetzt die Kuckelstimme? Ich schätze mal schon. Spannung? Dear Mother. It is long since I have seen you. How have you been? Each dawn reminds me of home, and each sunset gives me hope. There has been much hardship, but every time I reach a summit, splendid sights stretch out beneath me. That is what keeps me moving forward. Please take care. I will write again. Der Berg Velanche, Wellenge, was auch immer. Yay! Wie spricht man das jetzt aus? Ich weiß es nicht. Wellenge. Wellenge, das macht Sinn. Ja. Ja, das letzte Level. Ich bin mal gespannt, wie schwer es wird. Mal gucken. Mein Bonus ist übrigens selbst nicht heilen. Bonis sind aber völlig unwichtig zum Glück in diesem Level hier. Ja. Ich guck mal kurz in meine Kommandoliste. Okay, ist alles richtig. Ich leg da mal eine Phönixfeder für den Anfang rein. So, bis wir Engel bekommen. Und dann kann es losgehen. Wir sehen auch direkt schon Gegner vor uns. Da wir uns im Moment noch nicht heilen können, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ups. Ja, du Mist. Spezialwaffe gebraucht. Bam. Einer Gegner-Statuskarte zufällig? Oh, nein, ich habe die Schatzkarte im Moment. Vorsicht, nehmt nicht zu viel Schaden. Ich kann euch im Moment nicht einfach so vitern. Passt auf, wenn ihr angreift. Im Notfall könnt ihr sogar mal ein Verteidigungskommando benutzen. So, der ist kaputt. Ich glaube, das Verteidigungskommando wurde nie benutzt. Ah, sehr schön. Doch, ich hab's häufiger mal benutzt, aber... Eine Sekunde mal kurz. Okay. Ja. So, alles klar. Okay. Ja, mit Engel müssen wir uns auf jeden Fall schon mal weniger Sorgen machen. Dann kann ich zumindest wiederbeleben, wenn ihr tot seid. Ah. Das ist aber sehr effektiv, wenn du die mit deinem Spezialattacke angriffst. Dann sind die regelrecht kurzzeitig gestunt, wenn du das machst. Ganz übel. Ja, ich kann sie vom Zaubern auch abhalten, das habe ich schon häufiger mal ausgenutzt. Noch einmal Engel. Ah. Okay, Mark. Okay, ja. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt Sanctus zusammenwirken. Das werden wir in diesem Level auch dringend brauchen, weil wir gerade eben im Intro schon ganz viele Geistgegner gesehen. Mhm. Ganz viele Untote. Ja. Okay, da ist mein Feuer, da ist mein Engel. Ich bleib erstmal auf Feuer. Ah, ich habe übrigens die Gegnerkarte. Links von uns ist einer, uns von uns ist einer. Da und da ist auf mir zaubert irgendwer irgendwas. Mark, hol Engel raus.
Engel. Eins, zwei und drei. Sanctus! Okay. Ich will erstmal den wir gerade sichtbar gemacht haben. Oder sollen wir einfach Sanctus weiter durch? Ja. So. Eins, zwei, drei. Sanctus! Eins, zwei, drei. Sanctus! Eins, zwei und drei. Sanctus! Wir machen immer noch ein halbes Scherz Schaden, jetzt bin ich die Verteidiger. Drei. Sanctus! Eins, zwei, drei. Sanctus! Jawohl, erledigt. Ah, Vita! Es werden harte Kämpfe hier. Ja. Und das ist Vita, das ist schon mal sehr gut. Ja, unsere Werte sind irgendwie ein bisschen zu niedrig, habe ich das Gefühl. Feuerengel Vita, Feuerengel Vita. Was sagt die Karte? Von Gegner? Die Karte sagt links zwei, unten rechts zwei. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten rechts. Oben links auf jeden Fall eine Sackgasse. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben links. Sehe ich gar nicht. Ich habe die normale Karte, falls es jetzt nicht auffällig war. Ich habe die Schatzkarte von der Sorte. Da ist ein Gegner. Meiner von der Sorte. Chimera geht ja noch. Die Frage ging, was der eigentlich gemacht hat. Wäre schön, jetzt die Statuskarte zu haben. Ich glaube, die mochten alle Zauber. Nee, ich höre keinen Pling. Wenn die Zauber resistent sind oder sie mögen, dann kommt damit dieses lustige Pling. Okay, dann hassen sie vielleicht zwei, Zauber. Drei. Sanctus! Jo. Eins, zwei, drei. Sanctus! Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, Kevin hat's gestört. Eins, zwei, drei. Sanctus! Eins, zwei und drei. Sanctus! Das ist und so erledigt. Ja. Der ist einfach kaputt. Okay, ich sehe keine Gegner mehr. Auch keine Schätze. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein leuchtender Stein. Das ist vor allen Dingen eine Sackgasse mit nichts drin. Wow. Ja. Wunderschön. Sowieso, hier in diesem Level gibt es praktisch nichts zu finden. Hier gibt es logischerweise keine Skizzen drin, denn man kann sie nicht mehr mit aus dem Level rausnehmen. Da gibt es hier wahrscheinlich auch keine Artefakte. Doch, es gibt hier Artefakte, die stärken uns ja temporär. Okay. Rechts zwei Gegner. Geist. Engel. Eins, zwei, drei. Achso, das war. Ach, Kevin, Geist. Ich bin rot. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Kevin ist tot. Eins, zwei und Engel. Warte gerade mal Vita. Rup. Vita. Okay. Eins, zwei, drei. Sanctus. Okay. Ich komm tot. Okay, Mark wieder für dich. Ja. Sehr schön, sehr schön. Guck dir die Position an, wo deine Zauber sind. Ja, ich muss scrollen. Eins, zwei und Sanctus! Eins, zwei, drei, Sanctus! Eins, zwei, drei, Sanctus! Eins, zwei, drei, Sanctus! Oh, kaputt ist er. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe keine Gegner mehr. Ja, auf jeden Fall hier rechts und da links sind jeweils doch, Blockaden im Weg. Rechts wieder zwei Gegner. Ja, aber hier ist Blockade im Weg, hier kommen wir nicht durch. Mach da kaputt. Heil mal eben Kevin. Stirb, Blockade. Okay, okay, kann man einfach kaputt haben. Du gehörst nicht in diese Welt. rechts zwei Gegner. Direkt rechts, da ist gerade einer. Okay, das heißt, Engel. Eins, zwei, drei. Sanctus! Eins, zwei und wo bist du? Ich bin der grüne Kreis. Ich bin hier oben. Eins, bei den zwei, Gegner. Drei. Sanctus. Achtung. Eins, Geisterexplosion. Zwei, drei. Sanctus. Das ist gemacht. Ich glaube. Achso. Eins, zwei und drei. Sanctus. Nee, der hat noch diese komische lila Zauber. Ich weiß gar nicht, eins, was machen. Eins, zwei, drei. Sanctus. Auf jeden Fall scheinbar vergiftet. Eins, zwei und drei. Sanctus. Da vorne ist ein neuer fliegender Gegner. Ich heile mal kurz. Vita. Und Vita. Danke. Wir haben noch keine anderen Kampfzauber für euch, ne? Nee. Okay, soviel zu Mr. Geist. Ja, dann müssen wir den so erledigen. Das kann ein bisschen dauern. Ja, fliegende Gegner ohne Gravitas, das könnte eine Weile dauern. Zum Glück sind wir drei Leute, da geht das ein bisschen schneller auch mit fliegenden Gegnern. Ich hab grad eine Vita aufgekommen. Dankeschön. Vita. Phoenix wieder in den Moment. Ja, Engel, ich wollte ein Feuer, danke. Sind die denn Spezialattacken eigentlich bei fliegenden Gegnern? Ja, natürlich. Ja, die machen aber trotzdem nicht mehr Schaden. Nee, die machen trotzdem nur einen meistens. Wüsste zumindest nicht, dass sie irgendwo Schatz rechts können. Über uns. Also ja, rechts über uns sind noch zwei Gegner und unter uns sind, sehe ich auch einen. Rechts über uns müssen wir auf jeden Fall erstmal nach ganz rechts und dann Bogen nach oben laufen. Okay, dann werden wir das. Hier unten ist eine runde Sackgasse und hier rechts geht es weiter. Da sind drei Gegner. Okay, hier rechts geht's, sind wir weiter so in der Kurve nach oben. Okay, gehen wir erstmal in der Kurve nach oben. Ich glaube, da oben ist auch eine Sackgasse. Ja, da kommt doch ganz aus, ja. Also da kommt auf jeden Fall irgendein Item. Ein Geist links und erstmal eine Chimera. Erstmal den Geist. Okay. Eins, zwei und. Verdammt, warte. Eins.
Eins, zwei und drei. Sanctus. Das ist nicht heil. Eins. Oh. Jo. Mhm. Eins, zwei, drei. Ich muss eben Kevin heilen. Eins, zwei, drei und Sanctus. Eins, zwei und drei. Sanctus. 1, 2 und 3. Sanctus. Das ist auf jeden Fall gut, was du noch machst, Kevin. 1, 2, 3 und Sanctus. Gut zu wissen, dass wenn man verteidigt, man weder geschockt noch eingefroren wird von seinen Fähigkeiten. Okay. Das ist schon mal eine gute Sache. Sollte man sich für andere Blitz- und Stoppattacken merken. Ja. Ist aber ein bisschen spät im Spiel, um das zu bemerken. Ja. Okay, hier sollte eine Truhe sein mit dem Item drin. Lass gucken, was das für ein Artefakt ist, damit wir diesen Angriffsartefakt. Okay, dann nimm du das. Mjölnir hat, glaube ich, 3 Angriffe hochgebracht. Das ist schon mal eine gute Sache. Die Artefakte sollten auf jeden Fall sinnig aufzeigen. Also Mark kriegt Magie, ich krieg Abwehr und Kevin kriegt Stärke. Unter uns links ist ein Item. Jetzt direkt unter uns ist halt eine Sackgasse. Ah, okay. Und vor allen Dingen 3 Gegner. Passt auf, dass wir die nicht alle zusammen herausfordern. Stellen die Kessel hier oben ab und wir gucken, dass wir irgendwelche rauslocken. Da ist ein großer, fetter Geisterritter. Kannst du den irgendwie mit uns... Die sind verdammt gefährlich, die Typen. Guck mal, wie viel Sanctus gegen die macht. Okay. Eins, zwei, vier, drei. Ach, verdammt. Zwei. Autsch. Ja, er macht gut Schaden. Kevin? Ja, ich versuche reinzulaufen. Hilfe! Ich versuche den Kessel zu nehmen und zu... Marken den Kessel und flieh! Ein Itaga. Itaga? Okay, eins, zwei, drei. Itaga! Puh, das war knapp. Versuch ihn zu Sanctusen oder so. Ja. Eins, zwei, drei. Sanctus! Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut das gegen ihn wirklich ist. Ich stehe hier einfach mal und verteidige. Ah. Jetzt habt ihr ihn wieder geagrot. Ja. Geist von unten. Ich habe einen von den Geistern gepult, Mist. Ja, hallo. Danke. Sanctus? Warte, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sanctus! Eins, zwei, drei. Sanctus! Hilfe! Ich komm hier nicht weg, du stehst mir im Weg! Eins, zwei, drei. Sanctus, ich heile eben Kevin. Ja. Wow! Du hast gerade viel Schaden genommen. Autsch! Er hat geschlagen und der trifft uns. Es gibt keinen Knockback auf uns, aber es macht mega viel Damage. Oh, ist tot. Da ist noch eine Phoenix wieder drin. Ja. Eins. Ach, sorry. Eins, zwei, ja, tut. Jetzt machst du seine Reichweite. Was machst du denn da? Du willst nicht in ihn reinlaufen. Ja, er ist tot! Yay! Yeah. Hit and Run hat funktioniert! So, jetzt haben wir auch einen Gravitas. So, das hat gut funktioniert. Ach, ein Schlag weglaufen, ein Schlag weglaufen. Da ist noch ein Gegner drin. Okay. Schau mal, kann er stoppen. Nee, es ist so ein Fliegen, ne? Nice. Okay, das muss erreichen. Eins, zwei und drei. Gravitas! Für einen Moment dachte ich, das hätte nicht funktioniert, aber jetzt steht er doch auf dem Boden. Ist auch kaputt, das ging irgendwie schneller als beim letzten Mal. Lass mich mal eben in meiner Kommandospalte Engel und Vita austauschen. Ich verwechsel die zu oft, weil ich von vorher eher auf Vita muss als auf Engel. Weiß, Engel, Vita, so, okay. Das müsste ein Magie-Item sein. Mark, dein Magie-Item. Ja. Wunderreife halten. Ja, ein mehr. Links von uns ist... Nee, Abwehr-Item war das. Wirklich, war aber nicht grün. Auf jeden Fall habe ich jetzt 60 Abwehr. Naja. Wenn sowieso nur plus 1 ist, dann war es nicht so sinnvoll für mich. Ja. Stimmt wohl. Da unter uns ist ein Gegner, Vorsicht. Ja, hier unter uns ist erstmal. Wir müssen erstmal für eine Kurve laufen nach unten. Achso, links neben uns ist aber auch ein Gegner. Okay. Da links. Da kommen ganz viele Gegner, pass auf. Geht da schon? Geht da nicht weiter rein. Kevin, du stehst im Gift. Ja, ich weiß, ich wollte. Ich wollte ihn da erstmal da raus. Ich wollte ihn ja pullen, das ist ja. Versuche ich ja gerade. Kasten doch schon. Ich bin hier gestoppt. Warum bist du denn da reingegangen? Ne, weil er sonst nicht kommt. Der steht am Castle. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, drei. Das war das. Ach, Kevin mal wieder da drin. Eins, zwei, drei. Gravitas. So, kaputt. Okay. Oh, Sanctus. Sanctus ist schon mal nicht schlecht. Sanctus Zauber wäre auch schön. Links von uns. Warte, lass mich mal eben meine Leiste rearrangen.
Die Phönixfeder bleibt auf jeden Fall drin. Feuer, also du benutzt Eis, dann kommt mein Eisring raus und dafür tue ich an die Stelle Sanitas. So, links ist ein Stein im Weg, rechts ist ein Stein im Weg und unter uns ist wieder so eine runde Sackgasse. Okay. Hier ist Sanitas, da geht. Okay. Links von uns sind massenweise Gegner. Gehen wir erstmal nach unten. Ja, links von uns, da kommen wir glaube ich auch gar nicht hin, wo die Gegner wahrscheinlich sind, wenn du so auf die Karte guckst. Ja, das stimmt. So, unter uns ist wieder so eine Sackgasse, da zaubert was auf dich. Mhm. Ah! Ein Ritter! Auf Abstand! Und Geister. 1, 2, 3, Sanctos! 1, 2, 3, Sanctos! Wow! Nimm den Kessel mit! Shit, da bist du doof. Autsch, er hat mich getroffen. Wir sind vermutlich tot. Mag, nimm den Kessel mit, hör auf zu. Okay, wir sollten weit genug weg sein. 1, 2, 3. Sanctos! Oh, das war noch in Reichweite, ich glaube. Mark hier. Ah! Heilung. Bleib bei ihm, dass er mich nicht trifft. Hier, Kevin? Ja. God damn it! Soll ich mich wieder hit and run? Das ist gerade Vita. Okay. 1. Ja. 2, 3. Ich bleib halt im Miasma. 1, 2, 3. Ich spiel wieder eine Runde Hit and Run. Warte, ich wollte ihn gerade wieder. Ah, ich war dann länger brauchen, den Schlag eingesetzt, ja. 1, 2, 3. Sanctos. 1, 2, 3. Sanctos. Down? Nein. 1, 2, 3. Kevin! Ja, ich komm schon zu dir. Boah, wo steckt er mich denn hin? Muss man verteidigen. Okay. Feuerring. 1, 2 und 3. Sanctos. 1, 2 und 3. Sanctos. Ja, er ist tot. 1, nein, 1, 2. Der Geist ist tot. Der Geist ist wirklich tot. 1, 2, 3. Sanctos. Er ist tot. Er ist kaputt. Er ist tot. Meine Güte. Die Viecher brauchen viel zu lange. Gott. Ich setz mal kurz einen Vita rein. Ich auch. Okay. Gott. Komm schon, Driftzeppelin. Unten rechts von uns Gegner. Ja, mit Gift und allem, was dabei ist. Ah, zwei Zeppeline haben wir hier. Eins, zwei, drei. Gravitas. Okay. Ich schau mal Stopp und Gift casten hauptsächlich. Ja, solange sie einmal unten sind, sind sie nicht mehr gefährlich. Okay, das war Nummer eins. Driftzeppelin da unten kämpft einfach durch die Wand durch. Ja, deswegen bin ich gerade etwas. Hast du eine Schatztruhe gesehen, zufällig? Ja, also, keine Ahnung, wenn das hier weitergeht, kommt da gleich ein kleines. Ja, was ist sie wahrscheinlich da unten in der Sackgasse drin? Hier ist, hier ist kein Gegner, das ist nur dieses fliegende Vieh. Unter uns sind drei, unter uns sind drei. Okay. Kommen wir hier rein? Siehst du irgendwas auf der Karte? Ja, und hier können wir durch. Ach, das ist ein Stein. Okay. Ja, wir gehen an den drei Gegnern gerade vorbei. Ja, die stehen unten. Chimäre. Das hier führt zu der Truhe, oder? Oder geht's hier weiter? Nee, hier geht's weiter. Wie gesagt, war oben bei dem Zeppelin, war die wahrscheinlich drin, hab ich doch gesagt. Okay. Aber wie kann man denn zu dem Zeppelin? Da war eine riesengroße Einbuchtung, wo auch der Magier drin stand, der Ritter drin stand, wo wir einfach weggelaufen sind. Ich dachte, das wäre einfach nur parallel gegangen wäre. Nee. Da ist eine riesengroße Einbuchtung. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Das sah für mich wie Wand aus. Ah. Eis. 1, 2, 3. Gravitas! Ist hier ich. So. So, ist hier noch eine Truhe oder so? Ja, direkt vor uns. Da. Und das ist. Das ist Magie, das ist lila. Das ist wahrscheinlich Magie. Das ist lila, diesmal ganz definitiv. Chris, ja, das ist Magie, denke ich, erinnere mich. So, da links brauchen wir nicht lange, weil wir rechts schon die Tür aufgemacht haben, beides zum selben Ort führt. Okay. Okay. Wir sollten trotzdem vielleicht mal eben hier vorne den Stein wegmachen und das eine fliegende Vieh besiegen. Okay. Weil das relativ außerhalb von den anderen Gegnern steht. Vielleicht gibt er ja Vita. Dann sind wir den drittes. Dann sind wir den einmal los. Weiß. Warte, müssen wir das raus. Lass mal, genau, lass ihn mal eben Stopp casten. 1, 2 und 3. Gravitas! So, und dann noch nicht weiter reingehen, weil da vorne stehen massig Gegner hintereinander. Blitz, sehr schön. Ja, gut.
Naja gut, machen wir mal kurz ein bisschen Pause von der Aufregung. Level ist noch lang genug. Wir haben noch viel zu tun hier, ich hoffe wir krepieren nicht. Und dann bis zum nächsten Mal im letzten Level, Mount Wellenge oder so ähnlich. Wie auch immer. Ciao. Aloha. Tschö.